Johoho, Freunde, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Grüße euch. Wir waren dieses Mal auf einem schönen XXL-Familienflohmarkt unterwegs. Es gab ein paar richtig coole Dinge, sehr viele OVP-Sachen heute. Und für die richtigen Retro-Hasen unter euch quasi, für die ganz alten Retro-Hasen, gibt es heute auch ein richtig geiles Ding, womit ich mich selber gar nicht so gut auskenne, was aber vom Zustand her so richtig geil aussah, was ich deshalb mit dir noch habe. Zeige ich euch nachher, könnt ihr nachher gerne mal in die Kommis was zuschreiben. Jetzt geht's los mit dem neuesten Video. Moin. Hey, in Isolation hier. Hi, go, hau auf für PS3 unter anderem. Das ist wieder unangenehm. Was kostet denn eins nur mal so als. Unterschiedlich. Es fängt von 10 Euro an bis 6 ja. Euro. Bis 6? Ja. Okay. Ja, okay. Für mich nicht dabei. Nö. Okay, danke schön. Moin. Moin. Hast du was für mich bei, was mich interessiert? Teures hier. Gameboy und XXL, Y, keine Ahnung. Kann ich gucken? So. Aber es sind 3DS nur. Mit Spiele und Gameboy. Aber ich muss 200 Euro für die ganzen Spiele. Was kostet nur der Gameboy mit den Spielen, also nicht der 3DS-Ding? 120. So, 120? Ja. Also ich wollte eigentlich 120, aber wenn einer alles nimmt, sage ich 200 für beide. Ja, okay. Danke erstmal, 120 ja, Millionen. Ich naja. Weiß, aber ich muss jetzt auch ein bisschen gewinnen machen. Ja, nee, alles gut. Dann gewinnen Sie da vielleicht 20 Euro. Also 8, also zwischen alles gut, brauchst du dich nicht rechtfertigen, alles gut. Wollte ja nur kicken. Morgen. Morgen. Kann ich hier mal mitkicken oder bist du noch beschäftigt? Ich bin gerade noch. Weil hier auch noch was steht hier vorne. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das kannst du schon nehmen. Ja. Okay. Was kostet denn ein Spiel immer bei Ihnen? Unterschiedlich. Ja, unterschiedlich. Ich habe hier noch das hier. Ja, zeigen Sie mal. Ja, der kostet 80. Aber wenn Sie wirklich alles nehmen mit den Spielen zusammen. Der ist in Ordnung soweit? Ja, das können Sie ruhig anmachen. Das habe ich auch verfolgt. Okay, Moment, brauchen wir noch. Ein Stift ist auch dabei. Das müssen wir mal beide nehmen hier? Für beide 10. Können Sie noch was anderes anbieten als 80? 70, wirklich. Ich habe erst neu angefangen. Ich muss hier selber 60. Ja, verstehe. Also 50 habe ich schon bezahlt. 60 hätte ich Ihnen gegeben. Nee. Das ist. Fang erst jetzt an. Und wie, was dazwischen? Wie? Was dazwischen? 65? Nee, auch nicht. Oh, nee. Tut mir leid. Was könnten Sie denn zusammen anbieten, wenn ich jetzt die Rät nehme mit 2, 3 Spielen? Was können Sie denn geben? Das ist ja das hier. Schauen Sie mal, die drei jetzt zum Beispiel hier. Das hier nicht. 1, 2, 3 und die Rät. Wie? 1, 2, also die drei und die Rät. 85, da gehe ich auch nicht runter. 80 wollen Sie machen? Nein, 85. Tut mir leid, die kann ich wirklich auch im Ebay eigentlich verkaufen, aber ich habe die Zeit dazu nicht. Ja. Haben Sie die Kassette, haben, ja, die hab Module ich. Haben Sie ja. Naja, dann mache ich jetzt. So, dann haben wir einmal so nicht. Alles gleich. Haben Sie 5 Euro zum Rausgehen? Ja. Da gibt es dann 1, 2, 3. Ja. Alles klar. Dankeschön. Nee, ich habe einen Rucksack. Dankeschön. Das geht so. Ja? Ja, kannst du ja vielleicht hier rein zu sichern? Ja, das können wir vielleicht in der Kleine finden. So, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. So, da haben wir auch schon den ersten Fund des Tages. Und zwar eine Nintendo 3DS XL in Rosa. Guck mal hier, rosa, der sieht wirklich richtig cool aus, finde ich, in der Farbe. Da kannst du wirklich irgendwie gar nicht meckern. Also gefällt mir vom Optischen her sehr, sehr gut. Auch der Zustand, da kannst du auch nicht meckern. Der geht auch an, ne? Das habt ihr im Video schon gesehen. Die Displays sind komplett in Ordnung. Hier unten ist, glaube ich, sogar eine Schutzfolie drauf oder drauf gewesen. Auf jeden Fall nur so ein bisschen verschmiert. Stark zerkratzt sieht es nicht aus. Natürlich ist auch das Netzteil mit am Start hier, ne? Das gehört ja dazu mit dabei. Und da habe ich mir noch 3 Spiele rausgesucht. Sie hatte auch noch ein paar mehr, aber...
waren leider nicht so was für mich. Und zwar einmal Donkey Kong Country Returns 3D, dann einmal Super Mario 3D Land und dann gab es noch einmal Sonic Generations. Die sind alle vollständig und komplett. Und ich habe jetzt bezahlt für alles zusammen mit dem Netzteil natürlich 85 Euro. Ich glaube, das kann man machen. Wie gesagt, der DS hier fällt mir sehr gut. Da muss ich noch einmal drüber wischen. Und dann sieht er bestimmt wieder richtig top aus. Zu einem, ja, finde ich, sehr, sehr guten Preis. Morgen. Oh, da ist ja gar nichts drin. Nee, wirklich ein blankes Ding. Ach, auch gar keine Kabel, gar nichts. Konsole und alles. Was wollt ihr denn dafür? Funktion unbekannt Euro. Wahrscheinlich, oder? Nee, es funktioniert. Sicher? Das Problem ist halt, dass ohne dieses Teil hier drin. Ohne das Ding geht die leider gar nicht. Nee, das ist das Problem, ne? Was ist das da drin? Ja, das ist dieses Jumper-Pack. Also du kannst da eine eine Speichererweiterung reinmachen, aber dann gibt es halt noch so ein, ich sag mal, so ein Blanko-Ding, was da reingehört, damit es überhaupt angeht. Aber ohne jetzt nicht an, wirklich. Also ich will auch keinen Mist erzählen oder so. Ich hab's ausprobiert, es wurde ausprobiert und es geht eigentlich. Was habt ihr mit den Spielen oder irgendwas? Die wollen da gar nicht abgeben oder was? Die hier? Nee, also dazu haben wir keine Spiele, nee. Achso. Aber ich denke, ihr habt die probiert. Ja, also es ist von meiner Mutter und die hat uns probiert auf Arbeit. Oh, hier, was ist denn hier passiert? Uiuiui, die hat mal einer eröffnet, oder? Und dann mit dem Wald irgendwie. 15 Euro. Was ist das denn, oder? Das weiß ich nicht, was das ist hier. Sieht auch komisch aus, oder? Oh. Weißt du, was hier passiert ist? Also hier hat irgendwie mal einer versucht, mit dem Wald oder was, da nee, reinzukommen? Ich leider gar nicht. Ich hab's wirklich nur mitgekriegt. Was wolltet ihr jetzt dafür? 30 Euro. Oh ne, das wäre mir... Also ich, darf ich was anbieten? Wie viel? Die Hälfte. Nee. Okay. Also zwei, die... Wenn ich nochmal ja, okay. Da ist, dann gerne, aber... Was willst du für dich? Gut, danke schön. Morgen. Hi, moin. Hoppa. Auch schon älter. Was soll hier ein Spiel kosten? Das kostet 80. Mal anschauen. Was für ein Gebrauch? Ja. Nee. Boah, ist hier ein schwerer Buch drin, Alter. Ja, fast ungebraucht, aber. Er hat schon einen Kratzer, ne? Sieh mal gucken. Das ist auch geladen, geht auch an, ne? Ja. Das ist wie gesagt, also die haben wir geguckt, die kosten gebraucht über 120, 130 Euro. Ja, bei kommt bei immer drauf an, ne? Ich dachte schon, ungefähr ja. Habe ich geguckt, ja. Also, kannst du hier am Preis noch was machen bei dem? Nein. 70 ist sicher okay? Nein, 75. Also mehr geht das nicht, das ist meine beste Wille. Ja, ich bin nicht sicher, Chef, leider. Okay, okay, das ist deine Zeitung. Aber ich bin sicher, da wird verkauft heute. 79. Naja, 79 ist halt dann ja. 95. Die 79, wenn du da noch abrechnest. 103 mit Geburte. Ja, aber zeig doch mal, mit welchen hast du denn mit da? Mit Geburte, ja. Das ist ja unterschiedlich. Das ist ja XL, das ist der Knopf, normale, ne? Ja. Aber wenn du jetzt guckst, also 79 kostet der normale. Wenn du jetzt guckst, dann sei mir mal nicht sauer, dann kann ich auch mal schauen, ganz kurz, ob das hinhaut. Gib mal 70 und nimm mal mit. Also dann, doch, oder was? Was wollt ihr machen? Wenn du jetzt angehen, hier ja. die Hölle heiß machst, hier, was wollt ihr dazu sagen? Ja, los, komm, dann. Was haben wir jetzt? 2, 4, 6. 7. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Jo, danke schön. Ciao. So, ein paar Stände weiter, denn gleich den nächsten Fund wieder an DS, habt ihr gesehen. Auch sehr geil, also wirklich in einer richtig... Also für mich zumindest richtig schön OVP noch, ne? Natürlich sind hier oben mal so ein bisschen die Ecken so ein bisschen angegangen oder so, das ist ja wohl ganz normal. Aber ansonsten finde ich den vom Zustand her richtig super. Ihr habt gesehen, ich habe 70 Euro dafür bezahlt. Er wollte anfangs 80, also denke ich, ist 70 schon in Ordnung. Hier ist auch alles mit dabei, ne? So ein richtig fettes, also richtig fettes Inlay. Komplett hier so ein riesen Buch da drin. Keine Ahnung, wer das braucht bei dem 3DS. Finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ladegerät ist hier mit da drin, ne? Das Originale. Dann haben wir hier einmal solche Karten. Hier so eine, ich weiß gar nicht, was man damit macht. Das ist wahrscheinlich so Amiibo-mäßig so ähnlich. Die sind hier auch mit da drin, alles schön, sieht auch noch sauber aus. Dann haben wir hier die Ladestation mit drin, ne? Die ist auch noch verpackt. Ich denke, keine Ahnung, vielleicht wurde die auch gar nicht benutzt oder so. Die sieht auf jeden Fall noch richtig gut aus. Und zum Schluss natürlich das Gerät selbst, das haben wir hier auch mit dabei. Und das sieht auch noch schön aus, finde ich. Ja klar, er hat ein bisschen den Brauchspuren, ne? Die darf man ja auch haben, ist ja kein neues Gerät. Aber von der Farbe her und so finde ich den schon echt genial. Oben dieses schwarze Display, der Kontrast
unten zu diesem Grün oder, ja, ist das Grün oder so Blau-Grün oder wie auch immer, Aquamarin, glaube ich, heißt es. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Der funktioniert auch. Spiele waren jetzt nicht mit dabei. Mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, er hatte gar keine Spiele dabei, bin gar nicht so genau sicher. Wie gesagt, den habe ich jetzt für 70 Euro bekommen mit der schönen OVP hier. Ja, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Ich glaube, der Preis war super. Morgen. Das ist so, wie ist ein Ding ist das? Geile Teile, den kennen uns ja wieder. Habt ihr die jetzt? Ja, nochmal zwei. Die Lose? Ein bisschen sauber. Dürfen wir die Reden mal anschauen da? Das Commodore? Kommt für schnell entschlossene 25. Das ist für dich das Werk. Kannst du rausschmeißen, aber das ringsherum ist geil. Ob die da geht, ist natürlich eine Frage, die bist du auch nicht, oder? Kein Plan. Ich hab nachher noch ein bisschen Commodore. Ja. Hast du auch noch was anderes im Videospielbereich? Leider nicht. Nintendo oder irgendwas? Was hast du denn kommt noch dafür? Spiele oder was? Nee. Nochmal so eine Station, aber ein bisschen größer. Achso. Was kostet denn so ein Ding? So wie du das hier siehst, ein 40er. 40er? Das musst du mitnehmen. Ah, weiß nicht, ob ich muss. Was? Na klar. Was hier noch? Das gehört da irgendwie dazu wahrscheinlich, wa? Ja. Hier ist Power. Hat der O-Power hier? Da. Wo kriegt denn der denn Strom her? Serial Video, ne? Die werden miteinander verbunden, oder? Ne, da. Ah, da. Das heißt Power? Da kommst du noch nicht ran, hast du gesagt, waren die anderen so? Ich komm da nicht ran. Dann nehmen wir das auch, kommst du da wieder. Können wir reservieren das mal? Ja, kommst du da wieder. Ein Paket hier auch da in die Kiste. Sehr. Aber den hatte ich dir noch nicht berechnet. Nee, also du, packen wir erstmal nur rein. Ja, also. Dann kommen wir nochmal. Die Rest schmeißt mir mal rein. Was denkst du, 20 Minuten oder was? Halbe Stunde. Ja. Okay. Gut, danke, du Fly. Was habt ihr denn hier Schönes? Ja, warte mal, wir gucken mal, was hier schon drin ist. Habt ihr da bestimmt noch eine Preisvorstellung für, oder? Ja. Sag mal. Ich will mindestens 20 Euro haben pro Spiel. Und für das Ding hier? Ist da alles drin? Alles ist drin, noch in Styropor und Dinge. Also bevor, sag mal einen Preis, bevor wir reingucken. 350 Euro. 350, ey. Das ist aber zu viel. Ja, da sieht man. Hast du noch mehr Videospiele oder was? Ich kann auch 300 Euro sagen, aber der Preis wird sich im Laufe des Tages, glaube ich, mal so ein bisschen. Der wird sich noch anpassen, aber das ist halt der wird sich schon anpassen. Stand lange das ist halt nicht mehr so schön, sonst würdest du 300 wahrscheinlich für kriegen, aber die OVP sind nicht so schön. Nee, in dem Top-Zustand wären 300 Euro wirklich in Ordnung. Hat ja schon überall Knick und die bestimmt auch Feuchtigkeit abbekommen, hier, wie das aussieht da oben. Lack mal im Keller oder sowas. Also ist der Minimum, wenn man sagt, ja? Also ein paar hätte ich vielleicht Interesse, aber nicht für 20 jeweils. Wenn ich jetzt irgendwie drei Stück nehme oder so, könntest du dann vielleicht noch in den kommen? Nee, ich habe schon vorhin wirklich 20 Stück verkauft und ja. Naja gut, es kommt ja auch immer drauf an. Es kommt ja immer drauf an, was das ist. Das ist schon ganz fair. Juti, danke dir. Du kaufst jetzt hier so ein Vibrit. Los, kauf. Ja, ihr habt so eine komplette Wiederziehung mit Spiele und. Ach ja, da sehen wir. Musst du nur unten verstecken, weil wenn du. Dürfen wir mal rumkommen und schauen? Hier, Ruf oder was? Oder? Ja, passiert ja nicht. Stehen Sie noch irgendwas anderes bei irgendwie? Also so N64 oder Super Nintendo, irgendwas? Nein. Alte Super Nintendo, so. Nintendo habe ich zu Hause, ja. Zeitgleich. Ja. Also hier drei Fernbedienungen sind dazu, drei Nunchucks sind dazu. Dann ist der Adapter auch dabei, der für HDMI-Anschluss ist. Aha. Dann ist ja die Antenne, die man da drauf. Die Wii-Konsole, halt der Ständer dazu. Was kostet denn das Ding hier? Nee, ich möchte gerne als Komplettpaket verkaufen. Ach so, unbedingt. Oder ja. Einzeln ist das ja jetzt. Du weißt ja nun auch nicht, jetzt irgendwie. Ist ja nicht so, dass das da irgendwie dazu muss, oder? Na gut. Prinzipiell würde ich jetzt sagen. Ist da alle drin? Ja, nur die Pappe nicht, ne? Die, da macht das Lenkrad. Diese Pappe macht das. Nee, das ist ein anderes. So, ist weil man nicht ja zu zweit spielen wollte und die wollten Bederlenkrad. Weißt du, was fehlt, ist das Pappfach da drin. Also, so. Müssen Sie mal was sagen. 20. Nee, dafür wäre mir das zu viel. Die Hälfte hätte ich gegeben, 10er. 15. Und da dem ist nicht. Ansonsten bleibt es ein Komplettpaket. Ja, verstehe ich. Ja. 12? Nee. Ohne mehr? Okay. Na gut. Nee, das krieg ich altes Kind. Ich darf da nicht einfach so nachfahren. Wenn ein Kind hat ausräumt und der ist 18 und der weiß, was da haben will. Na ja, gut. Bitte. Danke, ne? Ich würde doch für 15 nehmen, wenn sie dem. Ja? Ja. Haben sie mich doch noch irgendwie überzeugt. Können Sie rausnehmen? Ich habe nur zwei Zehner leider. Aha.
Das wäre super. Okay, super, dann vielen Dank, ja. Danke, tschüss. So, hier jetzt beim ersten Mal habt ihr gesehen, nicht so ganz überzeugt gewesen von Mario Kart Wii, weil halt auch das Inlay leider fehlt hier und weil hier hinten so ein, ja, hier, guck mal hier, weil hier hinten leider schon eingerissen ist, habe ich es dann im zweiten Anlauf doch noch mitgenommen für 15 Euro. Ich sag mal so, das ist ja trotzdem irgendwie eine schöne Box, ne? Das Inlay fehlt zwar, habe ich ja gesagt, aber der Rest ist ja in Ordnung. Hier das Lenkrad, das Originale ist hier mit am Start. Die fette Anleitung, ich habe keine Ahnung, warum man so einen dicken Wälzer für Mario Kart braucht, was auch immer da drin stehen mag. Dann für das Lenkrad auch nochmal zwei Heftchen dabei. Und natürlich das Spiel selbst, das darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist auch noch im guten Zustand, da kannst du nicht meckern. Anleitungen sind hier mit dabei, das Beilegheft. Und die CD sieht auch sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen schade ist, sage ich jetzt mal, ist, dass das Inlay fehlt und was auch noch ein bisschen schade ist, dass hier hinten, es ist leider sehr hell, dass es hier hinten mal gerissen ist. Man sieht es, das wurde hier mit so einem Klebeband geklebt. Ja, wie gesagt, da gibt es Schlimmeres. Ich denke, der Preis war trotzdem in Ordnung. 15 Euro dafür, ja, warum nicht? Hast du Donnerschwein dabei oder was? Deswegen sag ich, lass uns doch noch mal über Ditte da reden. Sag mal was. Dann für irgendeinen Kumpel oder irgendwas, komm, Fuffi für alles. Nee, das Ding wollte ich ja nicht haben hier. Da hast du ja nur drin gesteckt. Ja, nur, wir hatten es nur beiseite gelegt, weil du gesagt hast. Das ist ein Originaler. Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist so ein Zusatzkram. Okay. Dann kürzer, wie gesagt. Machst du 30 Jahre draus? Na komm, Jungs, das ist so ein Beutel dazu. Ja, das ist halt immer die Sache, ob es funktioniert, ne? 35, komm. Aber dann noch hast du einen großen Beutel? Gib mal, müsste hier noch passen. Bist du mal so gut, hältst du mal auf, ne? Beauty. Alles klar, dann vielen Dank, ja? Bis zum nächsten Mal, Jungs. Jo, ciao. So, und jetzt, wie ich ja eben schon sagte, für die ganz alten Hasen unter euch, pass mal auf, zeige ich euch jetzt hier erstmal, was hier damit bei war. Einmal habe ich hier zwei Netzteile. Ich glaube, das dicke Netzteil wird wahrscheinlich für das Gerät selbst sein und das etwas kleinere Netzteil wahrscheinlich hier für dieses Diskettenlaufwerk. Dann ist hier noch mit dabei dieses Anschlusskabel, damit ich das Laufwerk mit dem C64 verbinden kann. So, dann, wie gesagt, vom Zustand her finde ich die super. Ne? Die sehen jetzt hier ein bisschen gelb aus auf der Kamera, aber sind die eigentlich gar nicht. Guck mal, hier wirklich sehr, sehr schöner Zustand. Hier vorne geht so ein bisschen der Aufkleber ab. Das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Das kriegt man bestimmt wieder befestigt. Aber ansonsten ist hier wirklich nichts. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, weil ich kein Fernsehkabel dafür habe. Ich kann es jetzt halt maximal an Strom anschließen, aber da weiß ich halt noch nicht, ob es richtig funktioniert. Da weiß ich nur, ob es angeht. Ja, und hier nochmal das C64 selbst. Wie gesagt, ich habe auch gar keine Ahnung, welche Variante das hier ist oder so. Da kenne ich einfach zu wenig, beziehungsweise da war ich halt, oder beziehungsweise bin ich einfach zu jung für. Wie gesagt, aufgrund des Zustands habe ich jetzt trotzdem mitgenommen. Die Tasten sind alle da. Wie gesagt, es sieht hier in der Kamera ein bisschen gelber aus, als es wahrscheinlich ist. Also es wirkt vielleicht ein bisschen mehr. Anschlüsse sind auch alle hier hinten, seht ihr ja, ne? Hier kommt an der Seite der Stromstecker ran, die beiden Controller. Ich nehme an, es wird funktionieren. Wie gesagt, ich bestelle ein Fernsehkabel, dann probiere ich das Ganze aus. Ja, wenn noch irgendwie jemand coole Fakten zu dem Ding hat oder so, ob man da, weiß ich nicht, was man da mal probieren sollte, ob man da auch ohne dieses Ding hier irgendwie mal ein Spiel ausprobieren kann oder so, dann gerne mal ein paar Infos in die Kommis und gerne auch mal 35 Euro, denke ich, könnte ja mal sagen, war, glaube ich, sehr gut dafür. Wie gesagt, die beiden Netzteile, das Anschlusskabel ist mit dabei. Ja, wollte ich so auf keinen Fall liegen lassen. Darf ich mal schauen, was du hier hast? Die Preise nicht 98. Nee? Nee? Die kostet 25 Euro. Okay. Ja. Das ist doch fake, oder? Verhandelt worden? Ja. Diese? Diese kostet 10 Euro. Ja. Die kostet 20 Euro. Ja, ist ein bisschen doof. Alles. Pferd und Pony. Das ist original. Die war sehr teuer wirklich. Du kannst den Stoff anfassen. Die Rundung ist ja nicht das drauf. Nur das? Ja, genau. Wir haben uns gut nach oben, ob mir gefällt oder nicht. Guck mal. Was sag mal, wenn du deine Preise hier. Ja. Oh, was ist denn hier passiert? Eieiei. Wie geht das? Von Zweiter Weltkrieg. Ja, ich glaube, das auch langsam. Ja. Das sieht schon so aus. Sag mal bitte, was dir mit dem Spiel kostet. Ja. Gucken wir, was das hier ist. Hier mache ich komplett 30 Euro. Ja. Für die vier. Hab jetzt den Donkey Kong weggepackt. Das ist dasselbe.
20. Also 15 würde ich dir geben dafür. Machen wir 17. Komm. 2 Euro. Na gut. 130 Stück. Danke dir. Danke, mein Lieber. Schönen Tag noch, ja? Gleichfalls. Ciao, ciao. Der ist ein bisschen früher, aber ich hatte eine Person ist gekommen, der hat wirklich alles gekommen. Naja, ist Pech. Halt immer so. Ist halt so. Ja. Ciao. So, dann hier der letzte kleine Deal jetzt auf diesem Flohmarkt. 3 Spiele mitgenommen für den Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance, also einmal die komplette Reihe durch. Fangen wir mal an mit Super Mario Land 2 für Nintendo Gameboy in einem wirklich passablen Zustand, kannst du dich meckern. Die Batterie hatten wir letztens ausprobiert. Jetzt erinnere ich mich natürlich nicht mehr daran, ob die in Ordnung war oder nicht, aber das ist ja auch schnell ausgetauscht, wenn es nicht so ist. Dann haben wir Donkey Kong Country fürs beziehungsweise für den Game Boy Color, auch sehr, sehr schön, kannst du auch nicht meckern vom Zustand her. Und dann habe ich noch einmal mitgenommen für den Advance Mario vs. Donkey Kong. Ich wollte eigentlich noch Donkey Kong 3 haben, weil ich dafür inzwischen die OVP gefunden habe, also Donkey Kong Land 3, aber da habt ihr gesehen, da waren die Zustände echt irgendwie ein bisschen eklig tatsächlich. Und da war der Preis dann auch nicht irgendwie rechtfertigt dafür, dass man sich da irgendwie noch ein bisschen Mühe gibt und da ein bisschen Arbeit drin steckt. Dann habe ich gesagt, okay, dann lieber nur diese 3 und da ich jetzt bezahlt jeweils ein 5er, beziehungsweise insgesamt 15 Euro. Wie ihr sagt, haut mal gerne in die Kommentare, was euer Highlight-Deal des Tages war. Ihr habt gesehen, richtig coole Sachen dabei. 3DS und OVP siehst du nicht so oft. Das Atari, glaube ich, für die etwas ältere Generation von euch wahrscheinlich richtig cool, richtig nostalgisch. Wie gesagt, haut's gerne in die Kommis. Haut gerne auch mal einen Daumen nach oben hier in das Video rein, wenn euch das gefallen hat. Das hilft mir immer sehr. Und dann, Leute, sehen wir uns 100% im nächsten Video wieder.